Hi und willkommen bei Cooper Cup. Im letzten Video wollte ich einfach nur einen Überblick geben, was Sondengänge überhaupt sind, was Metallsuchen überhaupt ist, was es kann und was man damit machen kann. In diesem Video richte ich mich mehr an Anfänger und Fortgeschrittene. Das wird heute leider ein ziemlich theoretisches Video. Ich werde dafür aber nochmal ein extra Video machen, wo ich dann auch mal ein paar Funde zeige, die ich gemacht habe und ja, auch so, was für Landschaften man dadurch quert und was da so alles auf einen zukommt, wenn man suchen geht. Grundsätzlich ist natürlich alles, was wir finden, vom Zufall abhängig. Man kann an sich kaum was beeinflussen, außer eben der Fundwahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit kann ich ändern, indem ich zum Beispiel die Geschwindigkeit ändere, in der ich suche. Je mehr Feld ich ablaufen kann, umso höher natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas findet. Solche Sachen lassen sich beeinflussen, indem ich zum Beispiel eben ein Gerät habe, was genauer aussortieren kann, was ich denn gerade gefunden habe. Und ich somit quasi Müll ausklammern kann, den ich gar nicht erst ausgrabe. Oder was auch ein sehr wichtiger Faktor ist, ist der Pinpointer. Anfänger nehmen oft ihren Metalldetektor und versuchen ohne Pinpointer zu suchen, indem sie eben eine Handvoll Erde nehmen, vor der Spule entlang schwingen und dann damit eben schauen, ob sie das Objekt, was sie suchen, in der Hand haben. Das dauert natürlich ewig, wenn man Pech hat, also wenn man ständig daneben greift, wenn der Boden ein bisschen schlammig ist und man sieht nicht, was man genau in der Hand hat. Dann kann das wirklich ziemlich lange dauern und ein Pinpointer verkürzt die Zeit da unheimlich. So ein Gerät kostet irgendwo, wenn man was Vernünftiges will, um die 100 Euro und ja, die muss man definitiv ausgeben, weil nur dann kommt man ordentlich vorwärts. Sonst, wenn ich einen Acker nehme, einen Acker mit einem Hektar, ich meine, das sind 10.000 Quadratmeter, wenn ich da auf einem Quadratmeter eine halbe Stunde brauche, wie gesagt, dann da kommt man nicht vorwärts. Zwar kann man bei ganz vielen Geräten dann noch ganz viele Stufen ausklammern und hat meistens eine Leitwertanzeige in Zahlen, wo man sagen kann, okay, die Zahl 1 bis 10 ist Aluminiumfolie, die Zahl 10 bis 20 ist ein Cola-Dosen-Abziehring und so weiter. Ich würde generell trotzdem dazu raten, wenn nicht zu sehr vermüllt ist, dann auf jeden Fall alles, was nicht Eisen ist, ausgraben. Wenn es ein ziemlich vermülltes Feld ist, dann würde ich bestenfalls die Aluminiumgeschichte noch rausnehmen und alles, was über Aluminiumfolie ist, mitnehmen, also beziehungsweise ausgraben. Weil zum Beispiel ein Goldring oder eine dünne Goldkette, die sind ja oft nicht aus 100%ig Gold, sondern eben zum Beispiel 333er Gold, das heißt also 333 von 1000 Anteilen ist Gold, der Rest ist zum Beispiel Silber oder Kupfer. Und dadurch ändert sich dieser Leitwert immer unheimlich. Das heißt also, so ein Ring kann tatsächlich einen Leitwert von fast Aluminiumfolie erreichen oder eben, wie gesagt, von so einem Cola-Dosen-Abziehring. Und ja, wäre ja wirklich schade, wenn man wirklich so ein Goldkettchen oder einen Ring liegen lässt, weil man eben diese Sache ausgeklammert hat. Also alles, was nicht Eisen ist, ausgraben. An Stellen mit sehr hoher Vermüllung, wo man auch weiß, dass es eben moderner Müll ist, zum Beispiel, ne? Also ein Baggerseestrand oder ein Kinderspielplatz, da kann man sich dann an diese Leitwerte gewöhnen. Da kann man dann schauen, okay, Flaschendeckel lass mal weg, Cola-Dosen-Abziehring lass mal weg. Und da sucht man ja hauptsächlich nach Münzen, da geht es ja eigentlich weniger um Schmuck oder ähnliche Sachen. Überhaupt kann man sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, man wartet nie eine Garantie dafür, dass man was findet. Die einzigen zwei Stellen, wo man eigentlich ziemlich sicher sagen kann, dass man was findet, das sind Strände, zum Beispiel von einem Baggersee oder vom Meer und ein Kinderspielplatz. Da findet man eigentlich immer was, zumindest sage ich jetzt mal so viel, man wird nicht verhungern, aber es ist natürlich nicht das, auf was man dann im späteren irgendwo geht. Das macht man am Anfang oder das macht man, wenn man ein neues Gerät gekauft hat und will sich an dieses Gerät angewöhnen. Dann, wie gesagt, probiert mir das Gerät auf dem Spielplatz oder auf dem Baggersee eben aus, aber für späteren Raum macht das wenig Sinn, weil da findet man halt eben keine älteren Gegenstände oder keine richtig wertvollen. Zu den Geräten. Als Anfänger brauche ich ein möglichst laufruhiges Gerät, eins, was möglichst einfach zu bedienen ist. Wenn ich das nicht habe, wenn ich mir gleich von vornherein die super tolle, dicke Maschine kaufe, dann habe ich so viel Einstellmöglichkeiten und alles, dass ich damit nicht zurechtkomme und ich verliere ganz schnell den Spaß daran. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Lasst die Finger von den ganzen China-Angeboten, kann ich nur dazu sagen. Ich habe das alles selbst schon durch, sowohl China-Geräte als auch teurere. Ich mache das Ganze seit etwa 20 Jahren. Ich muss sagen, mit den chinesischen Geräten werdet ihr nicht glücklich. Das ist sowohl vom technischen her nicht vergleichbar mit einem Markengerät, also zum Beispiel was Störsignale und solche Sachen betrifft. Auch nicht vom
vom Mechanischen her. Meistens werden die Geräte Fotos ganz groß angeboten. Wenn ich das Gerät dann bekomme, ich ein winzig kleines Gerät, was eher für Kinder gedacht ist als für Erwachsene. Glaubt mir, lasst von diesen Dingern die Finger, das bringt nichts. Ich habe keine vernünftige Spule, ich habe keine vernünftige Elektronik. China-Geräte außen vor lassen. Kauft euch ein preiswertes Einsteigergerät von der Markenfirma, da gibt es eine ganze Menge. Am sinnvollsten in dem Fall auch von der amerikanischen Firma, muss ich dazu sagen. Das erkläre ich auch gleich noch bei den fortgeschrittenen Geräten, warum. Und ja, dann könnt ihr da eigentlich gar nichts falsch machen. Da kriegt man schon ab 150 bis 200 €, wie gesagt, im Gebrauchtwarenbereich oder teilweise auch sogar neu schon, bekommt man schon Geräte, mit denen man da eben wirklich vernünftig einsteigen kann, ordentlich Funde damit macht und dann auch im späteren Spaß dran hat. Als fortgeschrittener Sucher möchte ich mir im späteren vielleicht ein größeres Modell kaufen, was eine höhere Suchtiefe hat, mehr Einstellmöglichkeiten oder vielleicht eine Funktion, die es beim vorigen Gerät noch nicht gab. Und es sind natürlich viele Möglichkeiten gegeben. Generell muss ich sagen, die amerikanischen Geräte haben den Vorteil, dass sie laufruhiger sind. Das heißt, ich habe weniger Störsignale drin. Dann halte ich mich auch nicht so oft an irgendwelchen Stellen auf, wo ich denke, da gibt was und dabei war es nur Bodenmineralisierung oder vielleicht eine Störung von der Oberleitung oder irgendwas. Die Geräte zum Beispiel aus Europa, Türkei, Ukraine, Russland, das sind jetzt Geräte, die sind etwas empfindlicher. Das heißt, da habe ich halt etwas mehr Störsignale mit drin, habe dafür allerdings auch eine etwas höhere Suchtiefe. Das muss man schon dazu sagen. Dadurch, dass die eben, wie gesagt, sehr empfindlich eingestellt sind, was auf unserem Kontinent ja im Prinzip auch nötig ist, weil wir hier sehr viel Geschichte haben im Vergleich jetzt zu Amerika. In Europa kann man eben Dinge finden, die bis zu 3.500 Jahre alt sind, wie ich schon gesagt habe, und die liegen halt entsprechend tief. Also im Waldboden sagt man zum Beispiel immer, pro Jahr kommt 1 mm Waldboden dazu. Könnt ihr euch ganz leicht ausrechnen. Das heißt also 100 mm, in Klammern 10 cm, ne, sind 100 Jahre. Und wenn ihr da ein Objekt aus dem Mittelalter finden wollt, das ist dann eben 600-700 Jahre alt und dementsprechend 60-70 cm tief, da kommt man selbst mit den besten Geräten im Moment nicht ran. Also das ist eben so eine Sache, weshalb sich das dann schon lohnt, ein Gerät zu nehmen, was tief geht. Kommt außerdem noch hinzu, wenn ich im Wald suche, habe ich vielleicht Äste oder Gestrüpp unten am Boden, wo ich nicht mit der Spule direkt auf den Boden komme. Oder wenn ich über einen gepflügten Acker muss, ja, wenn der frisch gepflügt ist und diese Hügel sind so hoch, dann komme ich eben auch nicht in die Zwischenräume vernünftig. Dann macht diese Suchtiefe halt schon einen Riesenunterschied. Oder wenn Schnee liegt zum Beispiel. Die ganzen Geräte zur Goldsuche, also Golddetektoren, sind bei uns auch relativ unsinnig, weil bei uns gibt es kein Nugget-Gold in dem Sinn. Bei uns gibt es Gold nur als kleines, feinsten Flitter, der im Wasser mitgeschwemmt wird. Und Goldnuggets findet man bei uns eigentlich nicht. Und das ist halt eben eine Sache, diese Goldgeräte sind hauptsächlich auf so Kleinteile eben ausgerichtet. Ich habe eine sehr kleine Spule, ich habe eine sehr hohe Empfindlichkeit auf Gold, also die Frequenz wird entsprechend angehoben beim Suchen, dass das Gold dort eher gefunden wird. Und das ist aber eigentlich nur für ganz kleine Goldteile interessant. Größere Goldgeschichten wie Münzen oder Schmuck oder ähnliche Sachen, die finden wir mit unseren Geräten, mit unseren normalen Standardgeräten genauso. Und dann gibt es ja noch die Pulsinduktionsgeräte. Das Standardgerät ist ein VLF, also ein Very Low Frequenz Gerät. Und die Pulsinduktionsgeräte funktionieren ein bisschen anders als die, haben allerdings den Nachteil, dass die meisten Pulsinduktionsgeräte keine Metallunterscheidung drin haben. Und die ist halt dann doch, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Acker suchen möchte und nicht jeden Hufnagel mitnehmen möchte oder nicht jedes Stück Draht, was mal irgendwo einer verloren hat, ist es halt schon notwendig, dass ich eine Metallunterscheidung mit dabei habe. Pulsinduktionsgeräte sind besonders interessant, wenn ich zum Beispiel am Meer suchen gehe, wo durch das Salzwasser der Boden sehr stark mineralisiert ist. Und da könnte ich mit einem normalen Gerät wenig anfangen. Und da, wie gesagt, sind dann die Pulsinduktionsgeräte wieder sehr interessant. Die Pulsinduktionsgeräte haben eine sehr hohe Suchtiefe. Das muss man auch dazu sagen. Allerdings die aktuellen VLF-Geräte, die man jetzt zum Beispiel eben in Europa, Türkei, Ukraine oder Russland kaufen kann, die bringen es mittlerweile auch schon. Die Top-Geräte bringen es auch schon auf dieselbe Suchtiefe wie so ein Pulsinduktionsgerät. Was auch noch ein Thema ist, ist die Spulengröße. Ja, da wird sehr viel beworben, da wird sehr viel drüber erzählt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, was die Suchtiefe betrifft, ab einer, ich sage jetzt mal, 10 oder 11 Zoll Spule aufwärts sehe ich kaum einen großen Vorteil. Also die größeren Spulen, die machen 2-3 cm mehr. Ja, diese ganzen Angaben von wegen 15 oder 20% mehr Suchtiefe, die kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, muss ich ehrlich gestehen. Was man definitiv mit der größeren Spule gewinnt, ist natürlich die Fläche, mit der ich, die ich abdecke beim Laufen.
Und dementsprechend natürlich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, je schneller ich suche, je mehr Fläche ich schaffe, umso höher natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich was finde. Jetzt kann ich aber eine große Spule wirklich eigentlich nur da einsetzen, wo entweder flacher Boden ist, wie auf einem flachen Acker oder eine flache Wiese, eine gemähte Wiese. Denn bei hohem Gras, wird die größere Suchspule nicht nur schwerer, sondern hat auch einen größeren Widerstand, wenn ich durchs Gras fahre. Wasser umso schlimmer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald bin und ich habe hier sehr viel Unterwuchs, also mit ganz dünnen Ästen und was oder Gestrüpp drumherum, dann ist das Suchen damit auch fast nicht möglich. Also das heißt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich in einen Buchenwald suchen gehe, wo ich also ziemlich große Flächen habe, wo jetzt kein Unterwuchs ist und wo auch ziemlich gerade Flächen sind, da kann man dann wieder eine große Spule benutzen. Aber ansonsten ist man so mit der Standardspule, ich sage jetzt mal zwischen 10 und 12 Inch, das ist so eigentlich das, mit dem man vernünftig vorwärts kommt, wo ich eine ordentliche Tiefe habe und wo ich auch eine ordentliche Fläche abdecke. Die ganz kleinen Spulen, die sind natürlich dann wieder sehr interessant für vermüllte Flächen, da überhaupt keine Frage, haben halt nicht ganz so große Tiefe, aber macht auch jetzt nicht so die Welt an Unterschied. Also ich sage jetzt mal, das, wie es beworben wird, ist immer, ja, die kochen auch alle nur mit Wasser. Es liegt halt auch daran, dass größere Spulen weniger Kleinteilempfindlichkeit haben und ist ja klar, je mehr die Kleinteilempfindlichkeit sinkt, umso mehr sinkt natürlich auch die Suchtiefe wiederum. Also das heißt, es gleicht sich dann immer irgendwo ein bisschen aus und mit einer größeren Spule habe ich, wie gesagt, auf eine normale Standardmünze gesehen, jetzt 2, 3 Zentimeter vielleicht mehr. Mehr, wirklich viel mehr bringt das nicht. Eine größere Spule hat leider noch einen anderen Nachteil und zwar ist es die Eisenmaskierung. Wenn ich ein kleines Eisenteil habe, was über einem Buntmetallteil liegt, also unten ist eine schöne Münze, oben drüber liegt ein Nagel, dann bekommt die Spule immer zuerst diesen Nagel rein und verdeckt mir sozusagen das Signal von dem Buntmetall, also von der Münze in dem Fall. Das geht auch, wenn sie leicht nebeneinander sind, halt entsprechend der Spule, entsprechend der Größe der Spule. Wenn ich also eine große Spule habe, bekomme ich natürlich auf die größere Fläche auch mehr Eisenteile mit rein, die außenrum liegen können. Und damit kann es natürlich passieren, dass ich auch eine Münze oder irgendwas anderes Wertvolles übersehe, weil eben statt der Münze das Eisenteil mit angezeigt wird. Und wo wir schon bei den Spulen sind, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es die konzentrischen Spulen und die Doppel-D-Spulen. Konzentrische Spulen muss man sich vorstellen, das geht quasi wie ein Kegel nach unten. Das ist eine runde Spule und von der geht es wie ein Kegel, wie eine Eistüte sozusagen nach unten in den Boden. Das heißt also, je weiter das Objekt von der Spule entfernt ist, umso kleiner ist auch die Fläche, die überhaupt erkannt wird. Und so kann man also ganz leicht, sage ich jetzt mal, mit einer konzentrischen Spule an etwas vorbeischwenken. Konzentrische Spulen haben aber den Vorteil, sie gehen etwas tiefer als Doppel-D-Spulen. Eine Doppel-D-Spule wiederum bildet quasi eine mehr runde Form ab, also so eine Art sehr schmale runde Form. Und mit der decke ich mehr Fläche ab. Grundsätzlich würde ich immer zu einer Doppel-D-Spule raten, weil, wie gesagt, die Flächenabdeckung ist da eigentlich wichtiger als jetzt die 1, 2 Zentimeter, die das dann später tiefer in den Boden geht, wenn ich eine konzentrische Spule nehme. Grundsätzlich ist es bei Spulen so, eine konzentrische Spule hat andere Leitwerte als eine Doppel-D-Spule. Also das heißt, wenn ihr ein Gerät mit einer konzentrischen Spule habt und ihr tauscht diese aus gegen eine Doppel-D-Spule, dann dürft ihr euch nicht wundern, dann ändern sich diese Leitwerte. Das heißt, wenn ihr euch vorher an irgendeinen bestimmten Wert gewöhnt habt, also zum Beispiel ein Cola-Dosen-Abziehring ist bei 15 und dann kann der plötzlich bei 20 sein. Oder ein Kronkorken, der war vorher bei 75, das kann dann sein, dass der plötzlich bei 30 ist. Also das sind, die Werte ändern sich und da muss man sich erst dran eingewöhnen. Und das ist überhaupt so ein Punkt, grundsätzlich, wenn ihr ein neues Gerät kauft, egal ob das das erste Gerät ist, was ihr habt, oder ob das jetzt schon das zehnte ist und ihr denkt, ihr wisst schon alles, weil ihr habt schon sämtliche Geräte irgendwo mal gehabt und ihr kennt euch mit allem aus. Grundsätzlich, jedes Gerät funktioniert irgendwo ein klein bisschen in Nuancen unterschiedlich als die anderen Geräte und ich muss mich an jedes Gerät gewöhnen. Also immer zuerst auf dem Kinderspielplatz, an einem Baggersee oder eben im heimischen Garten ausprobieren. Ganz lange ausprobieren, bis man sich an sämtliche Töne und alles gewöhnt hat, bis man die Einstellungen richtig kennt, ohne dass man ein Handbuch zur Hand nehmen muss. Und erst dann dahin gehen, wo die wirklich interessanten Plätze sind. Weil es wäre doch schade, wenn er irgendwas überlauft und ihr habt das immer im Kopf, ja, da war ich schon, da gibt es nichts zu finden. Und in Wirklichkeit hättet ihr was gefunden, wenn ihr euer Gerät richtig gekannt hättet. Wenn man sein Gerät wirklich beherrscht und eine Zeit lang benutzt hat, dann kann man mit den Ohren eben schon die Unterschiede erkennen. Habe ich einen Ton, der ansteigt? Habe ich einen Ton, der abfällt?
Habe ich einen Ton, der weich übergeht? Habe ich einen Ton, der hart übergeht? Habe ich einen Doppelton? Ist er laut? Ist er leise? An den Sachen kann ich schon erkennen, was ich unter der Spule habe. Wenn man zum Beispiel ein ganz einfaches Garrett-Gerät hat, die haben so eine Gong-Funktion, wenn man einen Gegenstand gefunden hat. Daran kann man natürlich nicht ablesen, was ich gefunden habe. Also das geht jetzt nur bei analogen Tönen. Die Displayanzeige ist schön, die ergänzt. Und wenn ich sehr viel Müll auf dem Acker habe, dann kann ich eventuell, wenn ich mich an diverse Sachen schon gewöhne, also wenn ich am Spielplatz bin, da weiß ich, da gibt es viel Cola-Dosen-Abziehringe, ne? Dann kann man schon irgendwo sagen, okay, das ist jetzt wieder ein Cola-Dosen-Abziehring. Oder wenn ich jetzt Patronenhülsen gefunden habe, unterwegs irgendwo im Wald, ja, ein Amerikaner hat ein Maschinengewehr benutzt, da fliegen 100 solche Hülsen raus. Jetzt finde ich eine Hülse, dann weiß ich den Wert. Jetzt finde ich die nächste Hülse, hat wieder denselben Wert. Dafür ist ein Display gut. Aber ansonsten, wie gesagt, alles andere sollte übers Gehör gehen. Nicht über den Lautsprecher vom Gerät laufen, sondern immer einen Kopfhörer dabei haben. Mit dem Kopfhörer kann ich wesentlich besser, wesentlich feiner die Töne hören. Das, was ich schon zur Unterscheidung von Gegenständen über das Hören gesagt habe, das kann man eigentlich nur machen, wenn man Kopfhörer auf hat. Also ohne Kopfhörer geht es eigentlich nicht. Da gehe ich dann normalerweise her, ich habe einen Kopfhörer auf dem einen Ohr voll drüber und auf dem anderen Ohr halb drauf, sodass ich von den Außengeräuschen noch was mitbekomme, damit ich nicht erschrecke, wenn irgendjemand mit dem Fahrrad ankommt oder wenn irgendwo ein Baum umfällt, sage ich jetzt mal. Ja, dass ich also noch von der Außenwelt was mitbekomme, dass ich den Ton trotzdem leise noch Stereo habe. Also ich meine, brauche kein Stereo, aber sodass ich kein Signal überhöre. Ja, und auf dem anderen Ohr, wie gesagt, habe ich es komplett drüber, sodass das Ohr abgeschirmt ist. Ich habe einen großen Kopfhörer, der übers ganze Ohr geht. Dass das abgeschirmt ist und dass ich da kein Nebengeräusch oder sonst was mit drin habe, sondern wirklich nur das Signalgeräusch. Und da kann ich dann eben anhand des Geräuschs dann wiederum sagen, was habe ich jetzt in etwa gefunden. Auch für das Grabwerkzeug gilt natürlich das Gleiche. Auch da irgendetwas nehmen, was vernünftig stabil ist, mit dem man relativ schnell den Gegenstand ausgraben kann. Auf keinen Fall irgend sowas wie eine Hacke. Ich sehe so oft immer irgendwelche Filme, wo die Leute mit einer Hacke im Boden versuchen, etwas auszugraben. Wenn ich damit eine Silbermünze erwische und die ist kaputt, oder am Ende vielleicht eine Goldmünze und die ist kaputt, das werdet ihr euch im ganzen Leben nie verzeihen. Also, wie gesagt, etwas, mit dem man stabil etwas ausgraben kann. Am besten so einen kleinen Spaten, sage ich jetzt mal, den man, ja, wie ihr das bestimmt schon öfter gesehen habt, in der Hand halten kann und im Stehen ausgraben kann, ohne dass man sich dazu bücken muss. Da erspart man sich auch viel Arbeit und auch viel Zeit und ja, es ist immer vernünftig auf Dauer gesehen.